willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich war mal wieder unterwegs, diesmal im Penny. Das weiß ich aber nur noch, weil es auf der Verpackung steht, dass es aus dem Penny ist. Und zwar haben wir heute für euch Wraps, beziehungsweise einen Wrap, beziehungsweise eigentlich zwei Wraps, beziehungsweise zwei halbe Wraps, also doch ein Wrap, Wrappity Row. Und zwar aus dem Penny, den Chicken Wrap. Und ihr seht jetzt schon, dass das was ganz Besonderes ist. Der ist nämlich einfach pink. Warum auch immer? Was machen die damit? Hier steht Special Pink Edition Chicken Wrap mit Mais und Tomaten. Aber natürlich auch mit Chicken. Wir machen den jetzt mal auf. Wir wollen uns den mal aus der Nähe angucken. Ohne die Tüte. So, der ist bestimmt einfach nur mit Lebensmittelfarbe oder der ist in rote Beetesaft reingefallen. Wie auch immer, rote Beetesaft wäre wahrscheinlich noch gesünder. Das haben wir jetzt ausgepackt. Die Folie schmeißen wir mal weg. Hier habt ihr also den kleinen Bottich, ne, mit Wraps. Special Pink Edition Penny Ready Chicken Wrap to Go mit Mais und Tomaten. Würdet ihr auch sowas essen? Schreibt es mal in die Kommentare. Hier stehen natürlich die ganzen, ach, hinten steht es ja drauf, bin ich dumm. Da steht doch sogar. Psch. Ah, nee. Ja, die dreht durch. Ich drehe euch mal um und zeige euch das mal von meiner Seite aus hier. So, da seht ihr das nochmal. Den Wrap, wie der aussieht hier auf jeden Fall. Pink durch rote Beete. Also alles richtig gemacht. Special Pink Edition. Penny Ready Chicken Wrap. Penny Ready to Go. Hier steht es nochmal drauf. Weizenfladen, rote Beete mit flüssig gewürzten, gebratenen Hähnchenbruststreifen, Speisequark, Schnittlauch, Aufstrich, Mais und Tomatenverzehr fertig. Dann steht noch anderes Gedöns drauf, was man alles nicht braucht. Guckt euch nie die Nährwerttabelle an. Hier werden wir jetzt mal einen probieren. Ist eigentlich unspektakulär, ist also eigentlich ein normaler Wrap, ne? Nur, dass er halt rosa, also pink ist. Weil sie da einfach rote Beetesaft dran geschmissen haben. Ich hoffe, das schmeckt man nicht. Boah, ist das matschig, wenn man hier reingreift. Am besten, wir machen mal hinten die Verpackung auf, dass wir da besser rankommen. Eigentlich ist das so schön zum Rausnehmen, aber ich mache es ja immer umständlich. Wir nehmen mal eine von den zwei schmierigen Tüten. Jetzt hat sich das schon halb aufgetrennt, abgerissen. Nein, geh weg. Der Adi will schon wieder rote Beete-Wrap essen. Wollen wir ihm ein Stück geben? Nein, wollen wir nicht. Adi, hör auf mich zu belegen. Ich stelle das mal hier oben hin. Das ist keine gute Idee, da rennt er nämlich auch hin. Also tun wir es hier runter. Wir beißen mal rein, probieren mal. Bei Wraps bin ich ja immer sehr wählerisch. Die meisten Wraps, die ich bisher probiert habe, die waren einfach richtig ekelhaft. Die haben einfach nach gar nichts geschmeckt. Oder sie hatten so einen richtig aufdringlichen Geschmack. Auf jeden Fall habe ich letztens Wraps aus dem Rewe gehabt. Die fand ich richtig gut. Das war extra von der Rewe-Marke selber. Die waren richtig lecker, waren auch günstig. Da war ich positiv überrascht. Hier gibt man meistens viel Geld aus und ist dann enttäuscht, vor allem vom Geschmack. Jetzt die Pink Edition, die müssen wir natürlich testen. Aber wer weiß, was einen da erwartet. Adi, nein. Wir beißen einfach mal rein und... Das Hähnchenfleisch haben wir schon rausgezogen mit dem Mund. Ist natürlich komplett kalt, weil es frisch aus dem Kühlschrank kommt. Ja, die soll mir auch nicht reden beim Essen. Bis jetzt merke ich aber nichts Ekliges. Ist schon bissfest. Kann man so essen. Hat bis jetzt einen sehr guten Geschmack. Ja. Bin ich positiv überrascht. Würde ich auch weiterempfehlen. Ich weiß nicht, ob es noch andere Farben gibt. Oder andere Geschmäcker. Oder warum die ausgerechnet das Hähnchen pink gemacht haben. Schmeckt aber gut. Kann man essen. Bei anderen, die sind immer so matschig innen drin. Oder das Fleisch ist total komisch. Das ist aber schön kompakt. Frisch.
Lecker, auch mit Gemüse noch drauf. Das Fleisch passt. Passt eigentlich also alles. Das Aussehen passt auf jeden Fall. Preislich war es auch okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es gekostet hat, aber auf jeden Fall unter 2 Euro. Habt ihr das auch schon mal getestet? Habt ihr auch schon mal den Penny, diese Pink Edition gesehen von dem Wrap? Schreibt es mal in die Kommentare. Oder würdet ihr den gerne mal testen? Einen habe ich ja noch, dann kann ich euch den zuschicken. Doch, Adi. Den Adi schicke ich euch gleich hinterher. Also ist die ganze Kulisse kaputt. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Ja, Vorhaut. Euer Ramses.